Grüß Gott, Servus und Hallo, liebe Klemperfreunde, und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal, hier bei Martins Klemperhold. Und seht mal, was ich euch mitgebracht habe. Vom Heavy Build. Ein wunderschönes Modell, der LKW. Auch Mercedes-Benz. Ja, dieses schöne Teil hat 2.944 Teile. Beinhaltet 3 XL-Motoren, einen Servomotor, eine Akkubox und eine Fernbedienung. Falls ihr euch wundert, warum da zwei drauf sind, komme ich später drauf zurück. Das Teil ist viermal doppelt bereift. Wenn ich euch kurz zeige. Ich hoffe, ihr seht das. Wunderbar. Ja, der Bau an sich hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht, muss man mal ganz ehrlich dazu sagen. Eins im Manko ist, die Teile sind sehr, sehr quicklich. Man muss echt aufpassen, wie man anfasst. Wie ihr seht, ein falscher Griff und schon habe ich was verloren. Also zum Spielen eher weniger geeignet, das dazu sein. Ansonsten, was natürlich ganz schlimm ist, war hier vorne dieser Teil. Gerade dieser Teil, Entschuldigung. Unsere zwei Kampfkatzen tun sich wieder miteinander unterhalten oder miteinander campen. Dieser Teil hier vorne, den baut man im Prinzip ein Stück und setzt hier oben dran. Ich sage euch, das war ein Kampf, das war ein Kampf, das war nicht schön. Ich habe geflucht. Wir haben, beziehungsweise mein Kollege hat geflucht, von dem habe ich das Modell. Gruß an Jürgen. Wir haben gemacht und getan, bis wir das wirklich unten dran setzen. Problem daran, es war eine Spannung drauf. Eine Spannung, die ist nicht schön, weil hier unten ist ein 6er-Brick dran. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Jetzt zeige ich es euch mal hier unten. Der ist hier unten und dann setzen wir das da unten dran. Und den da dran zu fummeln, so dran zu friemeln, das war ein Kampf. Das Ding ist, glaube ich, zigtausend Mal wieder abgegangen und auseinandergefallen. Dann haben wir es wieder zusammengebaut, bis ich irgendwann die Schnauze voll hatte und habe es dann hier, Gott sei Dank, ich weiß, so macht man nicht, habe ich einfach mal ein bisschen Kleber verwendet, damit das überhaupt halten tut. Ja, ansonsten muss ich sagen, ist eigentlich kein schlechter Aufbau gewesen. Hat auch etwas gedauert. Wir haben ihn erst am Anfang ohne Motor gekommen. Dann sind wir nochmal hergekommen, weil er dann die Motor gemacht hat, gebracht hat und die haben wir dann eingebaut. Das heißt, wir haben das ganze Ding wieder fast auseinandergenommen, haben die Motoren dann eingesetzt und haben geschaut, dass das Ding irgendwie funktioniert. Und es funktioniert. Es fährt. Zumindest glaube ich das. Was ist der? Er fährt vor und er fährt auch wieder zurück. Ich glaube, das war das Richtige. Ich habe den anderen genommen. Ja, lenken tut er natürlich auch. Ja, also, schönes Modell, aber wie gesagt, zum Spielen, für Kinder, nein, auf keinen Fall. Weil wenn die das Ding anfassen und, wie gesagt, wenn mir ich schon anfasse und mir die Teile auseinanderfallen, abgehen, weiß ich nicht. Aber für das Regal, wunderschönes Modell. Schöne Einzelheiten. Der Kollege hat ja noch zwei Figuren reingemacht, allerdings hat er bei den Figuren die Beine weggenommen, damit sie Platz haben. Aber das sieht man nicht. Nicht wirklich. Das Mercedes-Zeichen ist natürlich China gegolten. Ne? Normalerweise ist das Mercedes-Zeichen, sollte es eigentlich zentriert sein, ist es hier nicht. Sind auch Aufkleber dabei. Schön ist aber, dass das Mercedes-Zeichen bedruckt ist. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich würde sagen, wir messen das gute Stück einfach mal aus. Er hat eine Länge von, sagen wir mal, ca. 47 cm, 47,5 und eine Höhe von, machen wir so, gut, mit den Lichtern, sagen wir mal 27.
Die Breite kann man auch ausmessen, sind gute 17,5. Ja, aber was wäre eine Zugmaschine ohne einen passenden Anhänger dazu? Den hat er mir auch mitgebracht, dazu kommen wir jetzt. Das heißt, wir tun das gute Stück mal hier kurz beiseite legen. Das mache ich nachher wieder dran. Und kommen wir zu diesem guten Stück. Das ist ein ganz schöner Brummer. Also, falls ihr mein Video gesehen habt von dem Liebherr-Bagger, war ja auch der Bagger von Happy Build dabei. Den habe ich auch mitgebracht. Das heißt, wir tun das ganze Teil nachher mal und nochmal drauf, damit es einfach aussieht, damit ihr mal einen kompletten Blick habt. Ja, dieses gute Teil hat gute 1509 Teile, hat einen zusätzlichen Servomotor noch mit drin. Das heißt, hinten die Räder lassen sich auch nochmal zusätzlich drehen. Finde ich sehr gut. Kostenpunkt bei dem, der kostet 100 Euro, also und der LKW auch um die 200 Euro inklusive Motoren. Wobei bei AliExpress kriegt er den sogar ein bisschen günstiger. Ich glaube, bei AliExpress für 200 Euro kriegt er den LKW mit dem großen Anhänger, mit der Box-Anhänger. Und den hat er heute nicht mit dabei. Aber wenn ihr mal schaut, dann seht ihr das. Der ist allerdings, glaube ich, für 200 Euro ohne Motoren, wenn ich mich nicht täusche. Mit Motoren müsst ihr vielleicht mal 30, 40 Euro drauflegen. Ja, dieses gute Stück ist, so wie ich ihn hier sehe, auf meinem ganz kompletten Tisch. Der hat einen Tisch, ist ungefähr 1,20 unausgezogen. Der hier ist 1,01 Meter lang. Eine Breite hat er gut 25 cm. Da geht was. Wie ihr seht, besteht der große Teil aus vielen, vielen Paneelen. Gute Technik-Bricks dabei, also nicht Bricks, sondern Liftarme. Ja. Bei der Zugmaschine selber ist nur unten das Gestell an sich selber, sind dann nur Liftarme und Paneelen dabei. Der andere sind ganz normale Bricks. Das finde ich eigentlich schade, weil für ein Technikmodell hätte ich gerne viel mehr Technikliftarme oder Technikpaneelen dabei. Weil das macht das Ganze auch für Technikfreaks viel, viel versierter. Ja, ich würde sagen, wir hängen das ganze Ding mal an. Wie ihr seht, hinten Servo hat funktioniert. Ja, und natürlich zu dem Aufleger passend dazu der Happy Build Bagger, den habe ich auch noch mitgebracht. Das gute Stück. Den setzen wir hier gerade mal hier so schön drauf. Der hat ganz schön gewiss. Ob er ihn zieht, weiß ich jetzt nicht. Normalerweise in der Regel sollte, weil der hat ja 3 XL Motoren drin. Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken. Oh, schön. Jetzt zieht er ein bisschen langsam. Aber er zieht. Wäre natürlich schön, wenn der Tisch noch ein bisschen größer wäre. Hätten wir eigentlich ausziehen können. Dann hätten wir es vielleicht ganz gesehen. Aber wie ihr seht, es funktioniert.
Es funktioniert ziemlich gut sogar. Wendekreis, dadurch, dass er noch zusätzlich hinten eine Lenkung hat, sollte in dem Fall auch größer sein. Und besser, dass er besser um die Kurve kommt, also wie im echten Leben auch. Tja, was soll ich dazu sagen? Der Liebherr-Bagger habe ich euch schon mal vorgestellt. Nicht der Liebherr-Bagger, Entschuldigung. Der Bagger von Happy Build. Der KY-Schaufelrad-Bagger. Habe ich euch schon mal vorgestellt. Über 3000 Teile. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch nochmal in der Endcard. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Alles in allem eigentlich wirklich schöne Teile. Das ist schade natürlich, dass es nicht mir nur selber gehört, aber ich kann halt mir auch nicht alles besorgen. Ich würde sagen, das war es erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und drückt auf die Glocke, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Ich bedanke mich, wünsche ein fröhliches Glam, bis zum nächsten Mal. Ciao. Also der schnellste ist er nicht. Ich krieg ja Pusteblumen ab. Ist halt ein Bagger, der läuft halt nicht schnell. Spiele, Spiele, tralala. Ich spiele. Das ist so fein.